Während die einen ihren Sommerurlaub an Nord- und Ostsee genießen, nutzen die anderen ihre Freizeit, um anderen Menschen zu helfen. Rund 2700 Rettungsschwimmer der DLRG sorgen auch in diesem Jahr wieder dafür, dass Gäste und Einheimische in Schleswig-Holstein unbesorgt baden können. Ehrenamtlich, versteht sich. Am Strand von Eckernförde sind in der Hauptsaison knapp 20 Rettungsschwimmer im Einsatz. Sie kommen aus allen Teilen Deutschlands und arbeiten 2 Wochen am Stück, jeden Tag von 9 bis 18 Uhr. Wachleiter Philipp kommt aus Dortmund und verbringt bereits den 6. Sommer an der Ostsee. Er fühlt sich in Eckernförde immer herzlich willkommen. Ja, hier sind einfach die Leute sehr nett. Man kennt sich, man weiß sich zu schätzen. Das ist einfach die Freundlichkeit der Menschen hier, die das auch die Arbeit selbst auch irgendwie Teil zum Urlaub werden lässt. Während ihres Wachdienstes leben und arbeiten die jungen Erwachsenen auf engstem Raum. Viel Privatsphäre bleibt da nicht. Ein Punkt ist für Philipp deshalb ganz entscheidend. Die Gemeinschaft ist natürlich für uns sehr wichtig. Wir wohnen hier meistens 14 Tage ganz eng aufeinander und verbringen Tag und Nacht miteinander. Und meistens nach den ersten 2 Tagen, wenn man sich kennengelernt hat, hat man wirklich gute Freunde gefunden. Und auch aus Freundschaften, die hier geschlossen werden, entstehen Freundschaften fürs Leben. Ehrenamt und Urlaub verbinden. Das geht in Schleswig-Holstein besonders gut. Landesgeschäftsführer Thies Wolfhagen freut sich sehr, dass Nachwuchssorgen bei der DLRG derzeit kein Thema sind. Wir haben in der Hauptsaison sogar hin und wieder mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir freie Plätze zur Verfügung hätten. Denn der Dienst, der hier gemacht wird, ist gepaart zwischen Verantwortung, Einsatztätigkeit, auch Urlaub zu machen, Gemeinschaft zu erleben und das, was man in der Theorie in der Ortsgruppe gelernt hat, hier in der Praxis umzusetzen. Die Rettungsschwimmer haben immer ein wachsames Auge auf ihre Badegäste. Sie retten Menschen vor dem Ertrinken, versorgen aber auch kleinere Verletzungen und sind immer ansprechbar. Die Motivation der jungen Retter ist auch ohne Bezahlung hoch. Die Dankbarkeit der Personen, wenn man hier hinkommt und einen Patienten hat, dem es danach besser geht und der sich dann bedankt, wie auch immer, mit Worten oder auch zum Beispiel mit einem Kuchen oder so. Das ist eben dieses Lachen, auch das Kinderlachen, das ist eine sehr große Motivation. Arbeiten, wo andere Urlaub machen? Für die Rettungsschwimmer von Eckernförde ist die Antwort klar. Sie freuen sich schon jetzt auf den nächsten Sommer. Und wer weiß, vielleicht geht es da ja wieder in den echten Norden.